Willkommen zurück bei einer Runde XCOM 2. Für mich in einer neuen Aufnahmesitzung und am frühen Morgen. Leute, wenn ich zwischendurch mal kurz nichts sage, dann trinke ich gerade an meinem Kaffee. Also da nicht wundern. Wir wissen auf jeden Fall, dass hier auf dem Zug die Vorräte sind und es gab noch mindestens eine Schlange hier irgendwo. Ist halt die Frage, wie weit geht dieser Zug? Kann man hier irgendwie den Rand der Karte erreichen? Scheint aktuell noch ein wenig schwer. Hier haben wir zwei Leute stehen und hier drüben haben wir drei. Ich würde ja gerne erst, weil wir wissen, dass hier auf der Seite theoretisch noch was kommt, würde ich mich da gerne als erstes fortbewegen. Und natürlich auch schauen, wie weit die von hinten nach vorne kommen, beziehungsweise bis in welche Deckungen. Wird gemacht! So, hier hätten wir auch volle Deckung. Das würde mir ziemlich gut gefallen. Wir müssen ja, glaube ich, nicht zu den Vorräten hingehen, sondern dürfen die nur nicht zerstören. Got it. Moving. Warum ging Musik an? Es kam einfach Musik, ohne dass ich den Grund dafür sehe. Und dabei schwenkte es hier rüber. Als wäre hier drüben was. Hm. Erstmal schauen. Mit dir kann ich mich nicht mehr bewegen. Echt? Bin ich zwei Schritte vorwärts? Das hatte ich wohl vergessen. Möchte gerne zumindest einen Feuerschutz hier in die Richtung haben, wenn sich da was bewegt. Das machen wir mal hier. Position bestätigt. Bestätigt, Überwachung läuft. Ja, und jetzt hier drüben. Ich würde weiterhin eigentlich Richtung den Zug weiter lang gehen wollen. Und hier drüben haben wir ja auch so schöne Deckungsmöglichkeiten. Okay, ich gehe. Haben es mit Edwin zu tun. Aha. Da sind noch ein paar mehr. Schade. Daneben. So, wir sind aber noch dran. Da drüben ist nur der Verletzte, da mache ich mir jetzt nicht so die größten Sorgen. Was haben wir denn hier? Wir könnten die beiden eventuell treffen. Hier haben wir nur das Hilfsprotokoll. Heilung brauchen wir gerade nicht. Haben wir hier drüben, haben wir mit dir noch eine Granate? Mit dir könnten wir noch eine Granate werfen. Die würde aber wahrscheinlich nicht beide treffen können. Das ist die Frage, wo ich am sinnvollsten in Deckung gehe. Weil wenn der so hier seitlich rausrennt, dann weiß ich nicht, ob die Deckung hier noch perfekt ist. Er könnte die hier vielleicht besser geeignet sein. Glaube ich fast. Verstanden. Rücke ab. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass du keinen sehen. Na gut, dann gehst du in Feuerschutz. Ich biete Feuerschutz. Und mit dir versuchen wir einen Schuss auf den Baum. Ja, okay, der hintere hat nur halbe Deckung, deswegen ist die Chance da größer. Sehr gut. Genau so. Eine Beförderung. Was war das? There's heavy fire in this zone. Greifen gescheitert? Das sah aus wie eine riesig lange Zunge. Ich glaube, es hat mich vergiftet. Ja, ich glaube auch. Sehr gut. Abschuss bestätigt.
Sanitäter? Ach ja, stimmt. Wenn das die neuen grünen Männer, dünnen Männer sind, die hatten ja so eine Vergiftenfähigkeit. Ich erinnere mich. Und dann würde das so gesehen Sinn machen. Wie groß ist denn deine Chance hier? Die ist nicht perfekt, weil der da in Deckung steht. Aber wir haben drei Leute hier drüben. Ich vermute mal jetzt, dass das die letzte Gruppe war. Von daher würde ich das einfach mal jetzt drauf ankommen lassen. Ich will mal schauen, was haben wir hier noch alles? Das würde ich eigentlich gerne mal probieren. Das haben wir noch nicht gemacht, ne? Geht das so? Kostet keine Aktion? Würde vielleicht so gehen. Ja. Wenn wir treffen würden. Was mir allerdings auch noch einfiel. Wir hatten ja, glaube ich, gesagt, dass wir ihm gerne einen Kill geben würden. Wie viel Schaden? 3 bis 5. Ja, das ist also. Einfach in der Hoffnung, dass wir ihn auf jeden Fall töten. Vorschicken. Ja, komm. Bestätigt. Und dann hoffentlich 4 Schaden machen. Oder auch nicht. Kein Treffer. Gut, dann, hoher Munitionsverbrauch. Dann machen wir halt doch mit dir weiter. So machen die Profis das. Mannes 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Mannes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Kann ich das jetzt nicht mehr einsammeln? Das ist dumm. Ja, Verwundung ganz am Ende bekommen. Getötete Feinde 6 von 7. Okay, ich verstehe nicht, war. Ein Missionsziel war doch alle Feinde erledigen. Wie kann ich dann nur 6 von 7 erledigt haben? Naja. So, und der Sniper ist. Ja, recht weit oben, kann man so sagen. Doch unser zweiter Ranger hat seinen Job nicht schlecht gemacht. Sprich, er ist zumindest weit rumgelaufen. Wir haben zwar jetzt Männer dabei, aber auch mit langen Haaren, ne? Also hier rechts unser russischer Freund. Der möchte sich anscheinend anpassen. Mit so einem Kampf haben die Aliens sicher nicht gerechnet. Beeindruckend, Commander. Ja, sehr schön. So, ja. Kelly ist mal wieder verwundet für 5 Tage, aber wir haben ja noch uns selber als Ranger. Und Sergeant Parker, Spezialist, hat eine Beförderung. Ah, ich erinnere mich. Ich hatte extra zwei... Moment. Nee, das sollte schon unser Medi-Spezialist werden. Ich habe gerade überlegt, ob das der neue ist, aber den wir fürs Hacken machen wollen. Nee, das hier ist unser Heiler. Wir könnten entweder sagen, Sanitäter, ausgerüstete Medikits haben 2 Ladungen mehr, oder der Gremlin kann ein... Müssen wir nochmal schauen. Der Gremlin kann einen sofortigen Scan des Gebiets auslösen, der dem Sichtbereich des Spezialisten eine Runde lang stark vergrößert und alle versteckten oder getarnten Feinde im Sichtbereich aufdeckt. Nee, du bist der Sanitäter. Auch ist ein Fragezeichen. Ah, und mit Mediprotokoll erhält der Gremlin auch zusätzliche. Ich glaube, das wirkt zusammen, so verstehe ich das. Moment. Muss ich da noch wählen drücken? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
Wenn ich hier runter auf Fehlen gehe, dann... Doppelklick, Rechtsklick, Rechtsklick geht zurück. Warum kann ich die Beförderung nicht auswählen? Oder wird mir nur gesagt... Ich verstehe es echt nicht. Das ist das, was ich bisher habe. Revitalisierung würde stimmen, Medikprotokoll. Opa hatte ich mal Hilfsprotokoll, glaube ich, genommen. Tja, dann lassen wir das halt im Moment. Gleich beim nächsten Mal. Wir haben Delirium-Kerne bekommen, einen fortschrittlichen Schaft. Ah, Fehlschüsse machen immer noch Schaden. Ein paar Leichen, Legierungen und Vorräte. Und wir können eine Viper-Autopsie starten, denn diese Kreatur ist eindeutig von reptilartiger Natur, auch wenn sie nicht nur empfindungsfähig, sondern auch überaus intelligent zu sein scheint. Dennoch ähnelt ihre zugrunde liegende Physiologie auffallend einer Reihe von irdischen Spezies, einschließlich der Giftbeutel, die wir vielleicht synthetisieren und für unsere medizinische Ausrüstung nutzen können. Ich meine mich auch daran zu erinnern, dass in Enemy Unknown die dünnen Männer in der Autopsie die Medipex verstärkt haben. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir bauen hier Energierelay und hier wird der Schädelstecker gemacht. Ich vermute mal, wir haben also hier nichts um Alien-Trümmer. Commander, ich benötige mehr Personal fürs Ingenieurteam, bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. Okay, gut. Das hatte ich mir fast gedacht. In der Waffenkammer wird mir was angezeigt. Da hatte ich mir eh noch was überlegt. Mal schauen. Die Guerilla-Taktik-Schule. Und zwar hatte ich ja eigentlich mir überlegt, wir haben zum Beispiel einen Scharfschütze, haben wir einen Ersatz. Wir haben Ranger einen Ersatz. Wo wir allerdings gar keinen Ersatz haben, wenn er mal verletzt wird, ist unser Schwerer. Und da würde ich mal gerne... Wir haben nur noch hier Rekrut Yuga Ogawa. Den möchten wir gerne ausbilden zum Grenadier. So, da wirst du jetzt alles Nötige lernen, falls da unser Big Nasty mal verletzt wird. So, auf was warten wir? Wir warten hier auf eine ganze Menge. Und in der Zeit... Commander, im Widerstand geht das Gerücht um, dass es in der Nähe eines unserer Verstecke einen Schwarzmarkt in der Wildnis gibt. Wenn wir das Gebiet scannen, können wir ihn vielleicht finden und herausfinden, was sie anzubieten haben. Avenger berechnet neuen Kurs. Das heißt, wir fliegen irgendwo hin und dann... Das Alien war knapp. Dann wollen wir scannen. Vielleicht. Okay, eingehende Übertragung, Schlachtfeld. Im Frühjahr 2015 griffen menschliche Militärstreitkräfte in diesem Luftraum eines der ersten Alien-Kampfschiffe an. Die zivile Bevölkerung an Bord wurde während der Kampfhandlungen völlig vernichtet. Wir haben Teams ausgesandt, um nach möglichen Ressourcen zu suchen, und sie konnten einige vielversprechende Stellen im Gebiet ausfindig machen. Würde ich jetzt nur okay drücken? Das ist der Schwarzmarkt. Ah ne, wir können jetzt danach suchen. Ich glaube, den Schwarzmarkt möchte ich gerne haben. Energierelais einsatzbereit. Das ist schön. Da werde ich jetzt mal schauen. Da wird Energie gemacht. Verbessern gibt es hier auch noch. Fügt dem Energierelais einen zusätzlichen Arbeitsplatz hinzu, um dort einen zusätzlichen Ingenieur unterbringen zu können. Das kostet 10, damit könnten wir aber anscheinend dann uns es kurzzeitig sparen, einen weiteren Raum zu bauen. Offen Ingenieur benötigt, erhöht die Avenger Energie oder wir können Verbesserungen kaufen und einen Ingenieur reinsetzen.
Das ist auf jeden Fall spannend. Aber aktuell haben wir. Ja, das hat uns nur 3 Energie gebracht. Das ist echt nicht so sehr viel. Aber im Moment reicht, deswegen würde ich mal glatt hier noch ein bisschen Zeug wegräumen. Und da können wir dich reinsetzen. Freiräumen bitte. Und was machte der andere? Der ist, der ist im Testbereich entwickeln die den Schädelstecker. Ich vergesse immer wieder. So, das sollte, glaube ich, aber klappen. Ja. Und weiter nach dem Schwarzmarkt suchen. So, sichere Verbindung wird hergestellt. Der Schwarzmarkt wurde gefunden, Commander. Sie scheinen bereit zu sein, uns Materialien im Austausch gegen Informationen anzubieten. Sie interessieren sich außerdem auch für den Erwerb aller ungenutzten Gegenstände, Objekte, die wir übrigen können. Der Markt ist offen. Okay, wir können Sachen kaufen und verkaufen, das hatte ich so vermutet. Was gibt es denn so im Angebot? Die haben Legierungen, Gegenstände, Vorräte, beschleunigte Forschung, eine Plattenrüstung, Psionik, Widerstandspunkt und auch Wissenschaftler. Okay. Und ihr würdet mir auch Sachen abnehmen und dafür gibt es, ich glaube, Vorräte. Also ja, Vorräte und Geld ist ja hier quasi ein und dasselbe, weil ich allerdings im Moment noch überhaupt nicht weiß, was ich so was ich mal auf die Waffen machen will, wie viel Leichen ich für irgendwelche Entwicklungen brauche, werde ich das im Moment noch nicht machen, aber wir wissen zumindest jetzt, wo der Schwarzmarkt ist. Können wir es auf der Karte immer gut erkennen? Wie sieht das aus? Ja, steht Schwarzmarkt dabei. Gut, jetzt haben wir natürlich mehrere Möglichkeiten. Wir könnten entweder neue Kontakte herstellen, zweimal, oder wir könnten hier Informationen sammeln. Im Moment würde ich glatt mal sagen, dass vielleicht ein weiterer Kontakt Commander, nett wäre. Dieses UFO hat uns erfasst. Wir müssen Ausweichmanöver einleiten. Das ist toll. Ich weiß überhaupt nicht, was mich erwartet. Setze Kurs auf den westamerikanischen Bezirk. Ich war doch gar nicht unterwegs. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was mir bevorsteht. Keine Energie mehr! Wir stürzen ab! Achtung! Unmöglich! Der Antrieb ist unbeschädigt. Es sei denn, das muss ein elektromagnetischer Puls sein. Ich versuche, die Alien-Schaltkreise zu überbrücken. Moment, Shen? Es verweigert die Übertragung. Interface bereit. Das System reagiert nicht. Shen! Ja. Schadensbericht. Wir haben ein Problem. Nur eins? Sie haben draußen eine Art Stachel fallen lassen. Er generiert die gleiche Art von Impuls, der uns vom Himmel geholt hat. Sie wollen nicht uns, sondern das Schiff. Können Sie das nicht irgendwie umgehen? Nicht von hier. Unser Antrieb bleibt tot, solange er da draußen ist. Commander, wir müssen es auf die altmodische Art tun und den Stachel zerstören, um hier rauszukommen. Die Aliens dürfen das Schiff nicht bekommen. Wir stürzen ab, Commander. Das UFO hat unsere Systeme beschädigt. Festhalten! Ja, die Avenger wird angegriffen und muss um jeden Preis verteidigt werden, die Truppen bereit machen. Die Frage ist jetzt, war das, weil ich zu lange auf der Karte mich umgeschaut habe, so lange war das für mein Gefühl nicht? Und zweitens, hätte ich bei der Verfolgung irgendwas machen können? Also ich habe geguckt, ob da irgendwas zum Klicken kommt, so wie damals bei UFO-Jagden. Da war aber nichts.
Commander, wir können einige unserer verwundeten Soldaten in den Einsatz zurückschicken, wenn Sie es für nötig erachten. Dieser Einsatz ist kritisch für unsere Bemühungen. Uns bleibt keine Wahl, wenn wir fortfahren wollen. Okay, ich könnte Verwundete einsetzen. Und wir können anscheinend 6 Leute einsetzen. Das finde ich schon mal gut. Müssen wir halt nur schauen, ob wir das machen wollen. Hier ist Kelly, die ist verletzt, sie wäre allerdings dabei. Was ich letztes Mal, glaube ich, noch vergessen hatte. Ich wollte ja eigentlich mal so ein paar Waffenverbesserungen anbringen. Hatte drüber geredet, beim Stecher, glaube ich. Und hatte es dann vergessen. Wir haben einen verfügbaren Platz. Und da könnten wir ein Zielfernrohr drauf machen. Moment, steht da auch, was genau es macht? Ah, erhöht Zielsicherheit um 5%, da rechts steht es. Da hätten wir noch die Stecher, die Nachlader, ein Mehrlader, eine Chance von 5%, das hatten wir glaube ich schon mal gesehen, ungeachtet seiner Trefferpunkte sofort zu töten. Nee, aber Sniper bekommt natürlich, wenn ich den auf die Entfernung nutzen will, bekommt er ein Zielfernrohr. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir in der Mission, wollen wir da einen zweiten Sniper oder einen zweiten Ranger? Da bin ich halt noch nicht so sicher. Erstmal schauen, kann ich jetzt die Beförderung hier machen? Nee. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie komplett verbuggt ist, dann würde ich mich ärgern. Wir können aber noch weitere Sachen auf den Waffen anbringen. Eventuell. Ne, hier haben wir, genau, weil bei dir immer die Muni so schnell weg war, hatten wir dir das erweiterte Magazin gegeben. Ja, wem geben wir jetzt hier was? Ist halt die Frage, werden wir für alle was haben? Die ersten 2 Nachladeoptionen kosten nichts. Das war ganz nett. Das hier würde ich, glaube ich, ganz gerne machen. Dir gebe ich, ja. Dann hast du eventuell eine weitere Aktion mehr. Und dir würde ich das dann auch gerne geben. Oder eventuell... Ja, aber das könnten wir ihm geben. Aktuell schießt er noch daneben, dann macht er trotzdem ein bisschen Schaden. Das kann vielleicht dann helfen, ihm seine Beförderung zu geben. Dann geben wir doch mir noch was. Mit meiner schönen bunten Waffe. Das ist eine sehr kleine Chance. Ja komm, dir geben wir auch noch einen Stecher. Aber ich will mal schauen, wollen wir dich wirklich dabei haben, Kelly? Hätten wir noch andere zur Auswahl? Ja, hier ein Scharfschütze, den zweiten. Der ist allerdings noch Private, ne? Dann hätten wir 2 Private, das wollte ich eigentlich am Anfang vermeiden. Ja komm, Kelly lassen wir drin. Ach, und den Schwierigkeit, das wird toll, schwer, ja. Deswegen schauen wir uns das in der nächsten Folge an.